Schorsch TV, die Comedy-Show mit Daniel Schorsch-Wagner. Jambolaya und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schorsch TV und zwar einem Schorsch TV Special. Ja, ihr habt es gehört auf Power 92.9 Hit Radio N1, die N1 Power Morgen Mannschaft. Ja, organisiert hier gerade eine Gegenveranstaltung zu einer wirklich erfolgreichen Sendung bei RTL. Ich bin ein Star, holt mich hier raus und unsere Veranstaltung heißt Ich bin ein Arsch, holt mich hier raus. Ja, die ganzen Kollegen und meine Wenigkeit, wir haben uns versammelt hier im Stadtpark Nürnberg. Es ist heute Freitag früh. Wir haben jetzt glaube ich 7.15 Uhr so und es ist wirklich frisch. Wir müssen natürlich auch Aufgaben erledigen und ich möchte euch jetzt mal einige Leute vorstellen, die mit dabei sind. Einerseits natürlich die nette Kollegin Jennifer Jung, mein Chef und der Bamberger Brotzer-Bomber Gerald Kappler. Der junge Mann da hinten mit der Kappe, der aussieht wie frisch von der Bundeswehr, das ist Sportdippi. Dann haben wir natürlich auch einen Moderator für diese Sendung. Ja, ich bin ja sozusagen Aktivist. Brian B-Boy Burgess. Die heterosexuelle Version von Dirk Bach, genau. Dschungelmoderator, er wohnt normalerweise in Zirndorf und treibt sich dort in den Wäldern rum. Und natürlich haben wir auch medizinische Unterstützung. Omo Dr. Omo Dierig, der das Ganze medizinisch betreuen wird, ja. Er verteilt dann so bunte Pillchen zum Schluss und dann ist alles wieder gut. So, wir sind jetzt live verbunden mit dem Studio in der Sehnefelder Straße und wir kommen jetzt dann gleich die erste Aufgabe, die wir erledigen müssen. Und ich würde sagen, ich übergebe an den heutigen Moderator von Schorsch TV Spezial. Brian Bach, und ich übergebe mich auch. Ja, bis gleich. So, Freunde, die erste Aufgabe kam von unserer Redaktion gerade aus dem Studio von Hitradio N1. Dirk, Brian, ja. Wie soll ich dich jetzt eigentlich nennen? Brian Bach. Einigen wir uns darauf. Also, was ist die erste Aufgabe? Erste Aufgabe. Unser aller Gerald Kappler muss eine Runde joggen. Aber nicht nur ganz normal, sondern in seinem wohlgeliebten Tomatenkostüm. Und, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Last. Mit einer sehr schweren Last, immerhin 82 Kilo, die natürlich auch nicht von schlechten Eltern sind. Eine bekannte Last aus dem Powermorgen. Genau, Sport-Dippi im Schubkarren vor Ihnen her. Und wir müssen natürlich auch uns mal erkundigen bei unserem Dr. Umut Bob. Wie gefährlich ist denn das so für unseren? Für Gerald Kappler ist das durchaus schon gefährlich, weil Gerald Kappler ein untrainierter Mensch ist, auch nicht gerade zu den schlankesten gehört. Er muss bei 9 Grad Kälte einmal hier um den See joggen. Er muss sich körperlich betätigen. Das ist natürlich für jemanden, der untrainiert ist, verbunden mit den Gefahren zum Beispiel von Kreislaufkollaps, Muskelkrämpfen. Dann muss er natürlich auch eine Schubkarre vor sich herschieben, die einen 82 Kilogramm Menschen beinhaltet. Das heißt, es könnte auch noch zu Wirbelsäulenverletzungen oder ganz vielen anderen Verletzungen kommen. Also ganz ungefährlich ist das nicht für Gerald. Also wir könnten ihn loshaben damit. Das könnte erfolgreich Das passieren. Könnte klappen, ja. Schauen wir uns das mal an. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal das Startzeichen auf die Plätze. Fertig, los! Melde Gehorsams. Er macht's ganz gut. Komm, Gerald! Denk an Bamberg! Ja, er kommt! Du schaffst es! Super! Ja! Dafür kriegt er auch ein ordentliches Magenfrühstück heute. Ja, wir gehen gleich zu Dr. Bob. Dr. Bob, wie sieht es aus? Was macht der Puls? Macht die Gesundheit? Der Puls ist bei 110. Das ist natürlich für einen Herrn in seinem Alter mit seiner Gewichtsklasse schon etwas hoch. Ja, 110 hat man im Steady State immer. Also. Ja, bei der Temperatur ist es allerdings schon durchaus okay. Er schwitzt ein bisschen. Der Bauch ist erwartungsgemäß nicht kleiner geworden. Das war aber schon zu erwarten. Wie geht es in unserem Kandidaten, der geschoben wurde? Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, so eine Nummer, glaube ich, ziehst du nicht einfach so durch. Da musst du vorbereitet sein. War ich natürlich für meinen Fall. Und also. Sport-Tippi, cool. An dieser Stelle vielen Dank. Ja. Diese mentale Unterstützung, das war das der ist Hammer. Wirklich besser als Werner Böhm und Daniel. Ja. Der alte Mann und das Kind, es klappt immer. Wir kommen zur nächsten Aufgabe im N1-Dschungel morgen. Und
Der Kollege Brian Bach wird euch die vorstellen und ja. Die Aufgabe geht an die nette Kollegin Jennifer Jung. Ja, ja. Frau Jung, kommen Sie doch mal. Ich glaube, die hat schon etwas erahnt. Hast du gefrühstückt heute, Schatzi? Noch nicht ganz, ist noch nicht ganz wach. Wir machen dir ein schönes Frühstück. Okay. Du bekommst hier, was auf dem Teller serviert ist. Da! Wir haben hier noch lebende, ja! Wunderschöne Mehlwürmerlein. Sehr eiweißhaltig. Oh, die leben ja noch. Eine Schnecke und diesen. Guck mal. Das sind Grillen. So kleine Jungheuschrecken. Wir machen da einen kleinen netten Mix davon und dann bekommt unsere kleine Jenny ein kleines Frühstück-Cocktail. Unnötige Frage, machst du es? Natürlich ja! Okay? Freust ja. du dich schon? Oh, freust du dich ja! Schon? Sie freut sich. Wir mixen nochmal, aber erstmal die Frage an Dr. Bob. Ich habe gehört, es hat ja sehr viel Eiweiß, glaube ich. Ist es irgendwie gesundheitsschädlich in irgendeiner Form? Also gesundheitsschädlich ist es natürlich eigentlich nicht. Die Maden haben durchaus sehr viel Eiweiß. Die bestehen ja fast nur aus Eiweiß. Allerdings kann es natürlich auch schon zu einigen Gefahren für Jenny kommen. Denn da ist zum Beispiel die Gefahr des Würgereflexes gegeben, weil es ja nicht wirklich lecker ist. Auch Brechreiz kann dabei sein. Das Ganze dann natürlich bitte nicht verschlucken und nicht inhalieren. Ansonsten eigentlich keine größeren Gefahren. Wir sind bei dir. Ja, toll. Na, freut auf mich. Geht's. Dann die Frage an Dr. Bob natürlich. Dr. Bob. Gleich. Sie kämpft etwas, ist das gelblich-grün. Ich nehme mal den Teller weg. Das sind Tränen in meinen Augen. Ja, achte Dr. Bob, mal drauf. Wie schaut's aus? Wie befürchtet kam es natürlich zu einem Brech- und Würgereiz bei dieser guten Frau. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass der Ernährungswert von solchen Heuschrecken und Maden extrem hoch ist. Das war die Vitamindosis für den ganzen Januar für diese Frau. Schön, dass sie es nicht erbrochen hat und es vor allem nicht wieder inhaliert hat. Wir sind ganz stolz auf Jenny, nachgespült mit einem Jägermeister und alles ist gut. Ich habe noch nicht erbrochen, es kommt gleich. Es gibt ja noch eine Aufgabe und die kriege ich jetzt wahrscheinlich. Vielleicht haben sie mich aber auch vergessen, kann ja auch sein, kommt mir auch vor. Also lieber Schorsch, die gute Nachricht zuerst. Die Temperaturen sind gestiegen, es sind nur noch -7 cm. Das heißt, du bist warm angezogen, du bist gut eingepackt und die Redaktion hat entschieden, bei diesen Temperaturen solltest du ein bisschen was für deine Ausstrahlung tun, für deine maskuline Kraft, für deine Figur, für deinen Body, solltest du dich ein bisschen abhärten und das geht am besten im Schnee und dann am besten, würde ich sagen, vorher erstmal ausziehen und dann mit dir rein in den Schnee, das ist deine Aufgabe, dich ein bisschen drin rumwälzen. Yo! Das nächste, was wir jetzt haben, ist ein Handtuch für dich. Wie fühlst du dich? Kann ich jetzt mit dem UA aufhören? Ja. Also, es ist, also ich muss eins dazu sagen, natürlich, da wo ich herkomme, Meiling ist ja sehr im Osten von Ingolstadt. Wir haben ja ständig auch im Sommer Temperaturen um die -20, ach, wenn ich lügen soll, 30 Grad. Also ich fühle mich im Moment... Jetzt natürlich auch die Frage an Dr. Bob. Dr. Bob. Wie sieht's aus? Gesundheitsschädigend, er ist nass. Also, es schaut so aus, dass er es tatsächlich überlebt hat. Gesundheitsschädigend war es nicht in der kurzen Zeit, in der er da sich im Schnee gewälzt hat. Es ist natürlich jetzt ein bisschen kalt, sein Kreislauf ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen nach unten gegangen, dafür ist der Puls nach oben gegangen und der Schaden, den er ansonsten hat, der ist natürlich geblieben. Und ansonsten würde ich sagen, schnell ins Warme, ein paar warme Schenkel um den Hals und alles wird gut. Okay, Dr. Bob. Jetzt ist er wieder da, völlig angezogen. Ja.
und topfit. Basti, ja, wie schaut's aus? Ach, alles easy. Aber jetzt, Freunde, jetzt sind ja sehr viele Hörer von Hitradio 1 momentan am Telefon und voten gerade, wer denn Stadtparkkönig wird. Entweder die Freakshow. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Oder wird's Jennifer Jung mit ihrer lustigen Ich esse alles, was sich bewegt und auf dem Boden rumkrabbelt. Oder meine Wenigkeit mit diesem wirklich einfachen Trick. Ja? Ich hatte natürlich eine zweite Haut drüber. Das ist ein Anzug, den man drüber ziehen kann. Deshalb auch diese leichten Pölsterchen an der Seite. So sehe ich normalerweise gar nicht nackt aus, gell? Aber wir werden gleich sehen, was das ist. Ich würde mich gerne jetzt am liebsten ausziehen. Mach das nicht! Das liegt schon wieder. Danke, Eisprinzessin! Ich werde alle spenden an die Schorsch-Wagner-Stiftung. Danke. So, Schorschi, ja. Die letzten Worte eines glücklichen Siegers. Hast du gewonnen, Junge? Es war hart, aber wie mir das mein großes Idol und der Meister des deutschen Sprechgesangs gelehrt hat, mein Chef Gerald, alles für die Show. Ja. Und wir planen schon jetzt eine neue Aktion, und zwar noch was Verrückteres. Und zwar werden wir, also Gerald und meine Wenigkeit, Weizen trinken am Ballermann in Mallorca. 4 Wochen am Stück. Das heißt dann, ich bin besoffen, hol mich nicht raus. Ja, genau. Also nochmal danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder bei Franken Info TV und am Wochenende bei Franken TV. Und bis dahin, habt euch wohl. Danke nochmal an dieses Team. Danke.